Wenn du auf dem Stellplatz angekommen bist, ist das gesamte Fahrzeug gut isoliert. Bis auf die Scheiben. Und dafür gibt es Thermomatten. Und über die soll es in diesem Video gehen. Ich bin hier zu der Burgruine Wolfstein gefahren. Ein absolut zu empfehlendes Ausflugsziel, wenn ihr mal in unserer Firmenzentrale Neumarkt seid oder auf unserem kostenlosen Stellplatz übernachtet. Die liegt direkt oberhalb unserer Firmenzentrale. Aber es soll halt nicht um eine Burgruine gehen, sondern um Thermomatten für Scheiben. Denn wenn du dir einen Van selber ausbaust oder so wie ich einen Bus fährst oder auch beim gekauften Wohnmobil, ist eigentlich alles gut isoliert, bis auf die Scheiben. Denn da will man ja während der Fahrt rausgucken, deshalb kann man da keine Isolationsschicht vormachen. Und dann kommen solche Thermomatten ins Spiel. Die Thermomatte rollst du aus, bippst die mit den Saugnäpfen in die Scheibe und dann bist du vor Blicken und vor der Kälte bzw. Hitze geschützt. Die ganze Matte ist mit einer Kordel eingefasst und sie besteht aus 7 Lagen. Dadurch hat man eine wunderbare Isolationsfähigkeit und man kann sie mit den Saugnäpfen ganz einfach in die Scheibe bücken. Die genauen Lagen verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr aber jetzt ein Fahrzeug habt, was wir nicht abdecken, gibt es auch ein DIY-Kit. Dann kann man zum Beispiel auch eine Ente oder einen Trabanten isolieren. Wenn du ganz kreativ sein willst, haben wir auch Meterware. Zum Beispiel, wenn du die lange Schiebetürseite verkleiden willst, kannst du auch einfach die passende Meterware kaufen. So, jetzt zeige ich euch noch ein paar Bilder von der Burgruine, um euch Lust zu machen, falls ihr mal nach Neumarkt kommt. Und wenn ihr dann noch mehr Zeit auf YouTube verbringen wollt, schaut euch einfach dieses Video an. Und ich würde mich freuen, wenn ihr natürlich den Kanal abonniert. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Campen.